Hallo und Hallöchen, meine lieben Freunde. Und damit darf ich jetzt zu einer Folge von Goodbye the Pony begrüßen. Heute alleine und in Erik, weil heute ein anderer Tag ist. Und ja, wir haben hier, übrigens, wenn es ein bisschen leckt, dann sorry, weil ich rendere gerade noch ein paar andere Videos, weil ich gerade, wie immer, ultra wenig Zeit habe. Deswegen leckt es gerade ein bisschen. Aber ja, wir sind letztes Mal hier stehen geblieben, als wir mit Toni gelabert haben, die sich sehr verändert hat. Toni. Ah, Rufus, setz dich doch. Ich setz schon. Ja, komm schon, Toni, ich will doch nur ins Lager. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wo wir lassen möchten geblieben sind. Die letzte Aufnahme ist wieder mal eine Woche her, weil wenig Zeit und so. Komm schon, Toni, ich will doch nur ins Lager. Und ich sage, du hältst dich besser da raus. Wir haben hier alles im Griff. Aber es ist dringend. Komm schon, tot dem Organon und so. Ich weiß, du meinst es gut. Aber du brauchst uns nicht zu retten. Wir haben jetzt einen eigenen Plan. Wenn du uns helfen willst, dann setz dich irgendwo hin und fass nichts an, was blinkt. Ich glaube immer noch, dass die alte Toni irgendwo da drin ist. Und ich weiß auch schon, wie ich sie da wieder rausbekomme. Gib dir keine Mühe. Ich weiß ja nicht, was die... Ich glaube... Gib dir keine... Das ist... Warte. Na gut, es ist vorbei. Aber... Ich komme wieder. Keine Eile. I'll be back. Vielleicht haben wir irgendwas hier. Vielleicht hier den Abdruck. Was ihr Therapeut kann, kann ich schon lange. Immerhin habe ich die ganze Vorarbeit geleistet. Eben. Was ihr Therapeut... Immerhin... Ja, dann gibt's hier noch was. Oh, guck mal, Funkgerät. Wo haben die denn in der kurzen Zeit nur das ganze Zeug aufgetrieben? Die haben sogar das neue... Nein, warte. Das ist nicht die Modellbezeichnung. Das ist ein Etikett mit der Funkfrequenz, die sie hier benutzen. Ah, da können wir bestimmt was mit dem Babyfon machen. Bedien dich ruhig. Wirklich? Na klar. Los geht's. Ich weiß nicht. Wenn man darf, macht's keinen Spaß. Also, warte mal. Wir brauchen das Babyfon. Rufus, gib uns das Babyfon. Da. Das Babyfon. Und die Antenne. Da können wir doch bestimmt irgendwas mitmachen. Gute Idee. Wenn ich die Frequenz von Tonis Funkgerät am Babyfon einstelle, kann ich Toni jederzeit erreichen. Easy. Jetzt bleibt nur noch die Frage, warum ich sie überhaupt anfunken sollte. Sie hat schon vor langer Zeit aufgehört, mich mit der Schubkarre aus irgendwelchen Kneipen rauszuholen. Ah, ein Säufer. Das mag ich. Was ist... Wir testen es einfach mal. Ah, das ist so entsetzlich! Der Empfang ist immer noch super. Ja, aber ich habe gedacht, wir können jetzt Toni anfunken. Ich muss sie nicht anfunken. Sie sitzt direkt neben mir. Was ist, wenn wir jetzt mal rausgehen? Wird's gerade mal testen? Ah, der Empfang ist immer noch... Ja, da gab's noch einen Rechtsklick. Ah. Rufus an Toni. Rufus an Toni. Ah, Rufus, lass den Unsinn und mach den Kanal frei. Ja, aber... Toni, over. Okay, was ist denn, wenn wir ihr gerade mal das da oben zeigen mit Baby Boso? Ich meine, vielleicht könnte sie uns ja irgendwie... Vielleicht bringt sie das ja irgendwie aus der Fassung. Wir brauchen aber noch... Wollen wir den... Warte mal. Wie kommen wir denn jetzt dann nochmal hoch? Warte mal. Einfach draufklicken. Ich sehe eine Heldentat heraufziehen. Ich muss Barry davon erzählen. Sorry, aus dem Spiel geklickt. Verzeiht mir. Verzeiht mir. Dann müssen wir hier runter. Mal gucken, ob das vielleicht geht. Oder wir... Halt. Oder wir gehen direkt zum... Therapeuten und versuchen dann irgendwie Toni so zurück zu therapieren. Ich habe keine Ahnung. Wir probieren erstmal das und danach machen wir das mit dem Babybusse. So. Was ist denn, wenn wir jetzt das... Was haben Sie denn da? Och, das lag irgendwo. Und jetzt tragen Sie es mit sich rum? Bis ich es benutzt habe. Dann löst es sich für gewöhnlich in Luft auf. Aha. Okay, wenn wir jetzt gerade mal den komischen Abdruck... Was... Warte. Ich bleibe dabei. Ein Schmetterling. Okay. Was erkennen Sie auf diesem Bild? Einen Patienten, der versucht, den Spieß umzudrehen. Falsch.
Jetzt sind Sie der Verrückte. Ich glaube, Sie haben den Sinn dieses Tests nicht ganz verstanden. Verrückt, 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 verrückt. Na, 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 na. Verrückt. Ach, herrje. Das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das haben wir schon mal gemacht. Ja, dann gucken wir erstmal zu Barry runter. Was ist schon, wenn wir sie jetzt hier drin anfunken? Oder was ist schon, wenn wir sie in der Sitzung anfunken? Wartet mal. Ich bräuchte noch eine Therapie. Schon wie? Geht das überhaupt? Na gut. Okay, nein. Diesmal gibt. Okay, also. Das sind wieder die gleichen Bilder, aber wir haben da immer noch keine. Ich habe keine Lust mehr zu spielen. Anhaltspunkte. Okay, bringt nichts. Hab gedacht, wir können hier irgendwie das Dings benutzen. Aber jetzt können wir gerade nochmal das mit Barry und Baby Bowser versuchen. Vielleicht ändert sich ja da irgendwie Tonys Meinung. Können wir mit dem auch reden? Er sieht grimmig aus. Besser, ich störe ihn nicht. Würde mich interessieren. Egal. Barry. Gute Neuigkeiten. Ich habe ein Motiv. Echt jetzt? Was ist es? Komm mit, ich zeig's dir. So, jetzt. Oh je, das ist aber hoch. Heul nicht rum und halt den Fotoapparat bereit, weil ich das, was ich jetzt tue, nur einmal tun werde. Es sei denn, das Foto wird nicht gut. Na, dann machen wir es nochmal. So, nochmal. Geht das vielleicht? Rufus an... Ah, ruf, lass den... Ja, aber... Tony, oh... Wir müssen hier den noch immer noch irgendwie runterkriegen. Oh, jetzt muss er außen rumlaufen. Ah. Ich meine, es ist ja nicht gerade sicher, was wir machen. Vielleicht bringen wir es ja damit aus der Fassung. Möchte Baby Boso sein bescheuertes Babyfon zurück? Ach, Rufus. Wir haben sonst auch nur das hier, Barry. Dass er immer auf die andere Seite läuft, das geht mir so auf meinen behaarten Sack ohne Spaß. Aber naja. Hey! Und dafür sind wir jetzt gelaufen, wirklich. Okay, das funktioniert nicht, aber wir müssen ja mit dem Babyfon bestimmt irgendwas. Irgendwie war das noch. Das zeigt doch mal. Ja, das kommt noch, das kommt noch, hoffe ich. Können wir eigentlich bei dem noch irgendwas machen? Sondern mit dem, wir haben hier einen Rohrpost und eine Zahnbürste. Die Tür öffnet sich wohl nur für Mitglieder des Organon. Geht das vielleicht mit der Rohrpost? Nichts. Die Tür öffnet sich wohl. Und mit der Zahnbürste? Die Tür. Okay, wir brauchen Mitglieder des Organons, aber wo sollen wir die jetzt herkriegen? Können wir da hoch? Ach so, wir können hier auch genau Terminal. Ohne das passende Antragsformular ist das irgendwie witzlos. Antragsterminal Serial 17. Nur zum Ausfüllen von Antragsformularen mit der Seriennummer 27-Burg zugelassen. Wir brauchen ein Formular. Wir haben hier einen Abdruck. Hatten wir nicht noch irgendwie so ein Formular? Also ich weiß auf jeden Fall, dass wir irgendwas mit Irk hatten. Und einen Brief. Aber so richtig bringen... Uns, das ist auch nichts. Ich guck gerade noch mal bei dem weiter. Was war hier noch? Eine Kiste? Ist da was drin? Warum haben wir da eigentlich nicht schon früher reingeguckt? Das ist alles derselbe Vordruck. Antragsformular 27-WURG. Antrag auf A. Medizinische Hilfeleistung für Arbeitsunfälle bei Terminal Wartungsarbeiten. Aktenzeichen WURG-75. B. Einen Schraubenzieher scharfkantig für Terminal-Wartungsarbeiten, Aktenzeichen Holler-55. C. Einen Ersatzbleidruckbuchstaben IRG für defekte Antragsterminals, Aktenzeichen IRG-122. Nehmen Sie mal mit. Antragsformular 27-WURG. Antrag auf B. C. Ja, ich hab's verstanden. Antragsform Antrag B. C. Oh, dann stellen wir mal einen Antrag. Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Nimm mal eine medizinische Dienstleistung. Oh, das Essen ist fertig. Das heißt, dass ich gleich... Ja, ich komme gleich. Was ist denn das? Das funktioniert nicht. War ja klar.
Ja, wir finden das andere Irk. Auf jeden Fall, dann bis gleich. Ich gehe mal was phrasen. Tschüss. Ja, und damit darf ich jetzt zurückheißen bei The Goodbye Deponia. Für euch war es nur die Sekunde. Für mich war es gut eine halbe Stunde. Ich habe jetzt lecker Wurstsalat gegessen. Und wir waren ja vorhin mit dem komischen Antragsformular. Mach gerade mal das Licht aus. Soweit, so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Dann habe ich gar nicht richtig mitbekommen, was der denn da überhaupt gesagt hat. Hallo? Was ist denn das? Das Ork funktioniert nicht. War ja klar. Dann brauchen wir ganz, ganz dringend einen Ersatz-Irk. Soweit zu. Aber halt. Was wär- Man kann doch gar keinen Ersatz-Irk. Ich brauche nochmal einen Irk. Hallo? Was ist denn das? Das Ork funktioniert nicht. War ja klar. Okay, das heißt, wir müssen unser Irk, das wir hier, beziehungsweise hier haben, irgendwie zum anderen Rufus schicken. Jetzt frage ich mich nur, wie. Wo hätten wir irgendeine Verbindung zu... Okay, da ist schon eine Zähnfahrt, da geht's, wo geht's hier hin? Durch den Schott? Schotter? Okay, da kommen wir da vorbei. Du kommst erst vorbei. Und wer will nicht dran? Na, ich. Ach ja. Was ist das? Okay, Facebot. Wir bräuchten wirklich das eine Rück von den anderen Rufuses. Rufusen, Rufus Salolis. Aber wie? Wir können, können wir eigentlich mehr Antragsformulare nehmen? Das ist alles derselbe Vordruck. Wenn ich noch einen brauche, weiß ich ja jetzt, wo ich Nachschub finde. Okay. Ich habe Rohrpostleitungen immer geliebt. Auch wenn sie sich nicht zum Verschicken von größeren Mengen Hefeteig eignen. Können wir vielleicht das Antragsformular... Solange das Formular nicht ausgefüllt... Solange das Was ist schon wie die Rohrpost? Haben wir die eigentlich schon gelesen? Ich habe Rohrpostleitungen immer geliebt. Auch wenn sie sich nicht zum Verschicken von größeren Mengen Hefe. Okay. Was passiert, wenn wir das mal versuchen? Solange die Rohrpost leer ist, bringt das nichts. Okay, die ist also noch leer. Hier ging es wieder zur Zelle, ne? Da kommen wir ja so gesehen her. Jetzt sind wir wenigstens schon mal hier oben, aber das bringt uns auch nicht arg viel mehr. Hier drin kann man auch nichts mehr machen. Jo. Eine Skyline. Kann man von hier unten nicht irgendwo die Aufstiegsstation sehen? Irgendwo. Da. Das ist die obere Aufstiegsstation. Irgendwo da oben wartet das letzte Hochboot nach Elysium. So, jetzt frage ich mich, ob es denn möglich ist, da das Irk hinzuschicken, dass es der andere Rufus fangen kann. Das wäre episch. Ich kann später noch entscheiden, was ich mit nach Elysium nehme. Ha, ein Seitenschneider wäre nicht übel. Ah, ich kann später. Ja, okay. Jetzt ist die Frage, kann der uns vielleicht von hier oben sehen? Können wir was runterwerfen? Nee, das wäre doch Affentittenlahm. Warum habe ich auch keine Wasserbomben dabei? Oder einen Konzertflügel? Das wäre lustig. Was ein Name. Affentitten. Geil. Ach, schön. Nee. Warum oder ein... Nee. Warum oder ein... Oder Affentittenlahm, ja. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wir das wirklich irgendwie da hochkriegen. Ich meine, er ist ja so gesehen da. Ich meine, sowas sind wir ja gar nicht voneinander weg. Ja gut, dass wir mit dem nicht hinkommen, ist klar. Aber na ja, Chahanchka. Geht es echt nicht? Was haben wir nicht noch? Wir haben da drin noch den Tau. Den komischen Boso und so weiter. Und den Opa und die Mama. Wir versuchen mal nochmal Toni anzufunken. Keine Sorge. Ich passe auf deinen kleinen Bruder auf, solange du ausgenockt bist. Nein! Keine Panik. Ich kann gut mit Kindern. Ich werde ihm ein paar Tricks beibringen. Er kann mir zum Beispiel bei meinem Sägetrick assistieren. Oh je. Nein.
Bald bist du ein Einzelkind. Komm, das kann nicht passieren. Baby Boso ist doch viel kleiner als du. Bald bist du ein Einzelkind. Wir müssen irgendwas mit dem Babyphone und Toni machen, das ist klar. Na, was? Rufus. Ah, ruf lass den. Ja, aber Toni, oh. Ich werde auch unten in der Kanalisation nicht schlau mit dem ganzen Sicherungen und alles. Es ist einfach viel zu viel auf einmal. Mit solchen Typen kann man nicht verhandeln. Die kennen nur eine einzige Sprache. Irisch. Ah. Der Kerl wirkt zwar groß und bedrohlich, aber vielleicht steht er nur irgendwo drauf. Tja, du hast mich ertappt. Ha. Ich stehe auf einem Typen, der sich an mir vorbeischleichen wollte. Oh. Oh, das ist nicht ganz so toll. Hier haben wir unsere drei kleinen, oder unsere vier kleinen Babylines. In diesen Kisten. Hey, Rotzis! Könntet ihr vielleicht eine Räuberleiter für mich machen? Aber Herr Rufus! Aber Herr Rufus, Sir! Schon klar, mein Fehler. Vergesst es einfach. Na los, ihr kennt das Spiel. Kusch! Geht zu dem komischen Mann. Könntet ihr viel... Aber okay, das geht auch nicht. Schon klar. Wir haben hier noch einen Wagenheber und einen Kuppelauswurfknopf. Wir brauchen so ist Kuppel. Kein Ankommen. Ja, dann geh wieder runter. Wir kriegen Besuch. Es klingelt. Toll. Keine Kurbel zum Auswerfen da. Wir bräuchten die Kurbel von dem komischen Kurbelspieler. Gib uns deine Kurbel. Bei der Musik kann man ja ein Auge zudrücken. Aber an dem Show-Act muss noch ein bisschen gefeilt werden. Das stimmt wohl. Aber der scheint ja intellektuell zu sein. Ich will da rein. Almighty. Was soll denn das werden? Na, wonach sieht's denn aus? Ich gehe in den Pub. Mit deinen Stöpseln im Schlepptau? Bist du ungesund gefallen, oder was? Das sind nicht meine Stöpsel. Ich muss doch bitten. Ja, das hat Paps auch immer gesagt. Und dann hat er Macy und mich vor der Kneipe angeleint. Und? Hat es euch geschadet? Bei Macy weiß ich es nicht. Ihre Leine ist irgendwann gerissen. Oh. Hat jetzt auch nichts gebracht. Jo, ich hab keine Ahnung. Wir müssen da ja irgendwie die 5 Slotti abgewinnen. Hallo nochmal, ungnädige Frau. Ah, da ist ja der Junge. Ja, ja. Leihen Sie mir Ihre 5 Slotti? Nein, ich will sie behalten. Ach, nun seien Sie doch nicht so. Was bringt denn aller Reichtum der Welt, wenn man ihn nicht mit seinen Freunden teilt? Das stimmt. Ganz einfach. Ich liebe es, wenn sich Leute für mich zum Affen machen. Zum Affen? Was soll das denn? Ich mach mich zum Affen. Dann haben sie ihren Willen und könnten mir eigentlich ihre 5 Slotti geben. Also für mich klang das mehr nach einer verrosteten Wasserleitung. Heißt das, ich habe mich vollkommen umsonst erniedrigt? Nein, keine Sorge. Um sich zu erniedrigen, braucht man zunächst einmal ein gewisses Niveau. Ich weiß, wovon sie redet. Ach, Niveau. Es gibt ja da hinten wirklich so einen Affe oder so einen komischen Menschen, Mutantenaffen, keine Ahnung. Da gibt es tatsächlich ein tanzendes Äffchen. Du meinst das Äffchen beim Leierkastenmann? Das ja. Habe ich schon gesehen. Es ist ein erbärmliches Äffchen, kann nicht mal tanzen. Da spare ich lieber. Also es muss irgendwie tanzen. Wir müssen es überhaupt nicht mal hierher kriegen. Vielleicht kriegen wir... Wir reden einfach nachher mal. Wofür brauchen Sie gleich Äffchen. Die 5 Slotti? Ich behalte sie. Ich liebe es, wenn sich Leute... Wo haben Sie die Nukleinsäure noch gleich hingebracht? Ich habe sie für die 5 Slotti an das Suez Inn verkauft. Life sagt, es sei eine Art Superdünger. Aber es war mein Superdünger. Das konnte ich nicht wissen. Immerhin werden ständig passable Düngemittel in die Kanalisation gespült. Und es passiert eher selten, dass Leute hinterher kommen, um Besitzansprüche anzumelden. Okay, das heißt, wir brauchen sowohl die 5 Slotti als auch Einlass in den Pub. Oh Gott, das wird schwer. Aber warum? Es war doch gerade so nett und... Moment mal, ist das Wasser hier gerade wärmer geworden? Wie gesagt, ich muss los. Gott zum Gruße.
Was hat das eigentlich mit den Pilzen hier auf sich? Das habe ich auch noch nicht verstanden. Ich glaube, langsam wurde ich, dass das eine Hexe ist mit dem komischen Pelzmonster. Aber naja. Ich hatte das Nachtlager, da brauchen wir auch noch Zeug. Oh, lad doch mal schneller. Ich weiß, ich renne da gerade, aber trotzdem. So, Rotzis, Schlafenszeit. Aber es ist dunkel und kalt. Idchen Angst. Boah, ey. Meckerkatze24.de. Das heißt, wir müssen sie zuerst hier hinkriegen, dass sie schlafen. Also wir brauchen Licht und was Warmes. Dann können wir in den Pub und dann müssen wir noch irgendwie den Affen dazu kriegen. Okay. Jetzt weiß ich wenigstens schon, was wir machen müssen. Was es mit dem sich auf sich hat, weiß ich noch nicht. Aber wir reden jetzt erstmal nochmal mit dem Äffchen und dann gucken wir mal weiter. Vielleicht bringt uns das ja was. Kann ja sein. Hallo. Verzieh dich! Ich muss aber mit dir... Ich bin kein Affe. Oh, das ist ja was anderes. Selber. Ich bleib jetzt mal hartnäckig. Selber. Lass das. Nein, du musst jetzt mitkommen. Ich bin. Aber du siehst so aus. Selber. Ich frage mich, wo wir das gewesen sein muss, wo Monty Arnold, also der Synchronsprecher von Rufus, das aufgenommen hat. Ich bin. Okay, aber du bist doch ein Mann, oder? Du solltest einen Karrierewechsel in Betracht ziehen. Ich weiß. Leider gibt es auf dem Arbeitsmarkt gerade keine Angebote für ausgebildete Handmodels. Ich habe ja auch mehr an einen Job als Versuchstier für experimentelle Medikamente gedacht. Hab ich schon hinter mir. Ach so, ja, jetzt wo du es sagst. Hiermit erkläre ich meine Suche nach dem fehlenden Glied zwischen Mensch und Affe für beendet. Denn von so einem möchte ich gar nicht abstammen. Was ist eigentlich, wenn wir Toni mal mit dem anderen Rufus anfunken? Macht es einen Unterschied? Weil eigentlich weiß er ja gar nicht, wen er anfunkt. Aber theoretisch. Rufus an... Toni... Okay, doch nicht. Hätte ich jetzt gedacht, weil theoretisch müsste ja so sein, aber naja. Wir müssen den beschwerten Flyer irgendwie hoch zur Aufstiegsstation bringen. Aber wie, weiß ich nicht. Das ist die obere Auf... Irgendwo da oben. Ja, das stimmt. Und du müsstest da, oder was ist vielleicht... Ja, können wir vielleicht irgendwie vom Dorf aus irgendwie nach oben sehen? Ah, hier auf jeden Fall nicht. Vielleicht da hinten vom Rebellenlager aus? Da, ja. Das ist die oben. Irgendwo da oben. Wartet, Markus, eine Sekunde. Aus dem Flyer könnte ich einen prima Papierflieger bauen. Andererseits könnten die Informationen darauf irgendjemandem das Leben erleichtern. Vielleicht finde ich ja einen Weg, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Wie bei meinem selbstgebauten Massagesessel. Die Schleudersitzfunktion lasse ich diesmal aber lieber weg. Hä? Okay, jetzt frage ich mich... Warte mal. Da steckt ein Bleibuchstabe in der Spitze. Ein großes Ork. Der Konstrukteur hat offenbar keine Ahnung, wie man einen ordentlichen Papierflieger faltet. Ich werde es mal von da... Boah, sorry. Von da oben versuchen. Vielleicht funktioniert das ja, aber er sagt zumindest schon was anderes, also... Irgendwie muss das ja funktionieren, oder? So, Barrylein, komm mit, komm. Geht's von hier aus? Oh je. Heul nicht rum, weil ich das, sei denn. Nein. Oder was ist das hier, ein Haken? Hier hängen die Bauarbeiter wahrscheinlich ihre Hüte auf. Was ist denn? Die Idee kann ich getrost abhaken. Bitte. Bei den Bosos zu Hause wäre das voll der Brüller gewesen. Ja, bestimmt. Die Idee. Okay, das funktioniert nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Vielleicht sollte ich eine Falle bauen. Aber hiermit könnte ich mir nicht mal eine Grippe einfangen.
Toll. Also ich habe jetzt echt gedacht, komm. Er sagt, er bräuchte noch irgendwie eine Komponente für. Oh, guck mal, hier ist ein Liegestuhl. Wer hat nur diesen Schlafen kannst du, wenn du tot bist, Quatsch verbreitet. Also ich fand den Tod jetzt nicht besonders erholsam. Ach stimmt, du warst ja tot, habe ich ganz vergessen. Ja, lebt wieder. Was kann man denn mit dem Liegestuhl machen? Kann ich mir die machen? Klappliege hier nehmen? Klar, ich meine, klar. Danke, Lotti. Brauchst du die Anleitung? Niemals. Ein Marine braucht keine Anleitungen. Dann eben nicht. Du bist ein Marine? Wie kann ich das nicht so richtig haben? Was ist das hier? Ein Kuschel? Ah, mein Zweitlieblingswerkzeug. Gleich nach der Abrissbirne. Ich weiß zwar noch nicht, was wir damit machen können. Kann ich das Brecheisen haben? Na klar. Ach, Brecheisen. Ich meine, ja klar, Kumpel. Nimm ruhig. Wozu brauchtest du das überhaupt? Als Schuhlöffel. Verstehe. Können wir damit vielleicht ins Lager einbrechen? Wird mir das erstes einfallen. Müssen wir... Wem bringt denn das gerade was? Wenn sie mich nicht reinlassen, werde ich mir halt selber Zutritt verschaffen. Indem ich jemanden finde, der für mich bürgt. Können wir das Brecheisen bei irgendjemand gebrauchen? Ist da unten eigentlich noch jemand? Und ich glaube, wo sind wir denn hingelaufen mit dem? Ah, ja. Uhu. Puh, keiner da. Was lappest du? Achso, ich muss mit dem hochlaufen. Vielleicht können sie sich ja gegenseitig nochmal irgendwie Tipps geben. Ich versuche halt einfach mal ein paar Sachen. Na los, ihr kennt das Spiel. Kusch. Ich glaube, ich soll die Aufnahme mal beenden, weil ich glaube, die Folge hat schon Überlänge. Aber ich gucke es gerade mal. Hä? Was gibt's? Kommst du voran? Klar. Und du? Und wie? Super, sag ich ja. Genau. Das hat mich jetzt unglaublich weitergebracht. Ja, wenn ihr sehen wollt, wie es in der nächsten Folge weitergeht, wenn wir dann vielleicht endlich mal weiterkommen, würde ich sagen, jetzt muss ich nur noch mal reden, obwohl das sind 10 Minuten? Ja, die Folge geht jetzt wahrscheinlich schon 24, egal. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen von dieser Folge. Euch noch einen wunderschönen Mittwoch. Die nächste Folge kommt dann wirklich rund am Freitag. Ob heute noch Let's Go kommt, weiß ich noch nicht, ob ich es zeitlich noch hinkriege, aber wenn, dann werdet ihr das ja sehen. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen von dieser Folge. Euch noch einen wunderschönen Tag. Und herzlich willkommen zu sagen, außer tschüss.